Und wir haben uns mit City auf 100 Millionen geeinigt. Ja, juckt mich nicht. Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Episode der BVB-Karriere. Ihr habt es euch unbedingt gewünscht. Ich glaube, auf den Kommentar, ob es noch eine Saison gibt, gab es 5 Daumen nach oben. Also macht das auch immer gerne weiter. Wenn euch ein Kommentar zustimmt, immer gerne auch den liken. Natürlich auch das Video liken, damit wir jetzt hier in die nächste Saison gehen können. Genau, und in dieser Saison müssen wir 300 Millionen abgeben. Aber eigentlich ist es überhaupt kein Problem. Wir haben nämlich 511 Millionen im Transferbudget. Ja, wir haben natürlich auch jeden Titel geholt, den du irgendwie holen konntest. Da haben wir dem Verein ordentlich gesagt, hier könnt ihr mal ein bisschen von euren Einnahmen durch die ganzen Pokale auch mal wieder an uns geben, damit wir da ein bisschen was Cooles mitmachen können. Aber die ersten Transfers dürften eigentlich gar nicht so teuer sein, weil ihr seht hier, wir scouten gerade ein paar Leute. Und zwar einmal haben wir hier Henrik Mkhitaryans Regen. Mkhitaryan hat endlich aufgehört zu zocken und sein Regen ist ein freier Spieler. Das heißt, wir müssen ja nicht mal Geld an irgendeinen anderen Verein zahlen, sondern wir müssten ihn nur davon überzeugen, zu uns zu kommen. Außerdem gab es dann noch eine Regen von Axel Witzel und noch ein paar andere Leute. Die können wir euch später auf jeden Fall nochmal zeigen. Aber gerade werden die noch gescoutet. Wenn die dann fertig gescoutet sind, werden die auf jeden Fall mal unsere Targets, die wir für diese Mannschaft holen wollen. Weil im Endeffekt sind wir uns gerade noch gar nicht so sicher, wo wir überhaupt was brauchen. Ich glaube, wir brauchen erst was, wenn irgendjemand uns nahe kommt und sagt, ja, er würde gerne mal eine neue Herausforderung suchen. Ich glaube, die Top-Kandidaten darauf sind Nuno Mensch auf der Linksverteidigerposition. Ikone könnte es erwischen. Es könnte Pulisic erwischen. Ich denke, Mangala, da werden wir nicht abgeneigt. Eventuell verlässt uns sogar Heuberg und Chan nimmt sogar wieder die Position ein. Da müssen wir aber erstmal schauen, wer überhaupt gehen will und wer überhaupt Angebote dafür macht. Der Rest steht auf jeden Fall bombensicher. Mal muss man mal schauen, wann der wieder fit ist. Wir rechnen so um den 3., 4. Spieltag vielleicht. Wird man dann sehen, wie lange der braucht, sich von seiner Verletzung zu erholen. Aber für seine Position, für die ersten 2, 3, 4 Spieltage haben wir natürlich auf der Bank noch Kolo Muani und Madueke. Die können beide Stürmer spielen und haben das auch schon in letzter Saison bewiesen, dass sie das richtig gut können. Ansonsten gibt es natürlich ganz viel Jugendspieler wieder, die letztes Jahr ausgeliehen waren oder die jetzt hochgeholt wurden, so Tchaikovsky zum Beispiel, der wird ja schon ausgeliehen. Um den Rest kümmern wir uns einfach, verleihen die wieder, verkaufen vielleicht ein paar Leute, die es nicht so gut entwickelt haben. Aber insgesamt ist das jetzt erstmal der Plan für dieses Transferfenster. Also es werden uns ein paar Jugendspieler wieder verlassen, aber wir holen natürlich auch die Besten immer hoch und in diesem Jahr sind es Adrian Kowalczyk. Junge, ist das ein fettes Talent. 71er Gesamtstärke mit 16 Jahren, spielt auf der 10er Position und hat ein Potenzial von 88 bis 94 und dann haben wir noch mein Liebling hier, Adam Klaes, Belgier, 18 Jahre geworden, wollte noch nicht hoch. Ich habe es mir so gewünscht letzte Saison. Hat ein Potenzial von mindestens 91. Junge, wie geisteskrank ist der? Und der ist 1,98 Meter groß. Der köpft hier hinten alles weg. Hier sehen wir es auch auf jeden Fall. Sie sind schon Teil der ersten Mannschaft. Sie sind aber auf jeden Fall auf der Leihliste, so wie viele andere von ihren Kollegen auch. Ich denke, wir werden wieder viel Erfolg haben, die Leute auszuleihen. Und hoffentlich werden sie dann auch Erfolg haben, sich gut zu entwickeln. Die 300 Millionen, die wir noch abgeben mussten, haben wir natürlich wieder an den FSV Zwickau überwiesen für Herrn Nürnberger. Hat eine 51, tut den Zwickauern nicht weh. Also das Geld ist futsch, keine Sorge. Und Nürnberger wird jetzt den freien Spielern übergeben. Und der erste Abgang ist auch schon sicher. Pierre Wolf, er hat sich einem Ligakonkurrenten angeschlossen. Und zwar auf Leihbasis ein Jahr zu Borussia Mönchengladbach. Ist für uns gut, weil wir können sehen, wie oft er spielt. Und können dann eventuell im Winter nochmal neu entscheiden, ob er denn eine gute Entwicklung dann nimmt oder ob wir ihn nochmal zurückholen müssen. Und das erste große Angebot hat auch nicht lange auf sich warten lassen. Pierre-Emile Heuberg wird umgarnt von Inter Mailand. Die bieten uns hier 111 Millionen für einen Spieler, der schon 29 ist und nur 88 Millionen Marktwert hat. Also das ist jetzt schon mal ein sehr gutes Angebot. Wir gehen trotzdem nochmal in die Verhandlungen rein. Heuberg kam nämlich zu uns und meinte, ja, er kann sich vorstellen, sich mal neu zu orientieren. Die italienische Liga hat er auch noch nicht kennengelernt und ich denke, da passt er auch ganz gut rein mit seinem Spielstil. Und nun ist es auch offiziell, Pierre-Emile Heuberg schließt sich seinem Landsmann Christian Eriksen an. Die dürfen jetzt zusammen bei Inter zocken in den letzten Jahren, wo sie noch spielen. Er ist ja noch richtig gut, also wird einer der Stars der Serie A sein und wir wünschen ihm viel Spaß. Der Vorschlag kam von euch damals und wir sind euch wirklich dankbar, weil der hat echt richtig Bock gemacht. Das heißt, wenn ihr jetzt noch mehr Vorschläge habt, schreibt die immer gerne rein. Du hast vorhin schon gesagt, liked auch die Kommentare von den anderen Leuten. Also wir sind da richtig froh, wenn viele Kommentare reinkommen. Und der Ersatz, beziehungsweise der Ersatz für Emre Can auf der Bank dann, weil Emre Can rückt ja wieder in die Startformation, ist der Regen von Axel Witzel. Hat eine 70er Gesamtstärke, der Scout kam zurück, hat einen Wert von nur 3,5 Millionen. Ich finde das für 70 und 18 Jahre irgendwie richtig gering.
gering. Finde ich auch irgendwie. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es ja am Potenzial, das nicht das allerhöchste ist. Ich meine, Axel Witzel fängt an mit einer 83 oder 84. Also müsste das auch ungefähr sein Potenzial sein. Aber wir wissen ja, Dynamic Potential kann das Ganze auch mal ganz schnell übernehmen. Deswegen denke ich, werden wir mit dem relativ viel Spaß haben, weil ihr könnt euch ja mal die physischen Werte angucken. Du hast noch gesagt, 1,92. Da können wir auf jeden Fall was mit anfangen. Und sein Marktwert hatte irgendwie nichts mit seinem Potenzial zu tun. Er ist ein aufregender Mann für die Zukunft. Steht da mit der Nummer 28 wie einst Axel Witzel. Boah, ich habe richtig Bock auf den, muss ich sagen. Den mal auch im Spiel austesten zu dürfen. Oh ja, da bin ich auch direkt dabei. Also auf den habe ich auch richtig Bock. Und ihr wisst ja jetzt so mittlerweile, die Devise, die wir hier bei der Dortmund-Karriere vertreten, ist halt immer wieder Topstars zu verkaufen und dann aus den eigenen Reihen oder mit Youngstars zu ersetzen. Ich meine, das macht Dortmund in echt jetzt auch nicht groß anders. Deswegen ist das, denke ich, ganz passend, dass wir jetzt nicht 100 Millionen für irgendjemand ausgegeben haben, sondern uns Axel Witzels Regen geholt haben. Und wie du schon sagst, ich meine, Emre Can in der ersten Mannschaft, damit machen wir gar nichts falsch. Und wir wollen direkt weitermachen mit dem Regen-Hunting. Wie gesagt, haben wir noch Mkhitaryans Regen gefunden. Mkhitaryan hatte ja auch einige erfolgreiche Jahre in Dortmund. Der ist ein bisschen schlechter als der von Axel Witzel, ist erst eine 65, aber den können wir auf jeden Fall mal für uns verpflichten und dann auf die Leihliste packen. Er zeigt auf jeden Fall großes Potenzial, hat die Nummer 35 von uns bekommen, wie damals, als er aus der Jugend kam in Armenien. Und ihn verleihen wir jetzt einfach mal und schauen, wie er sich entwickelt. Und das nächste Angebot kommt und der nächste Kracher kommt. Es ist Manchester City, unser Gegner aus dem Champions League-Finale. Die wollen uns hier Jonathan Ikoné abnehmen, bieten uns David Neres und 19,9 Millionen. Da kann ich ganz ehrlich sagen, wollen wir mehr Geld und weniger heile Spieler. Jonathan Ikoné ist aber ein Spieler, den wir abgeben können. Deswegen würde ich mal verhandeln. Er möchte auf jeden Fall zu einem Top-Club gehen, wenn er uns verlässt. Und ich meine, Champions League-Finalist ist schon ein Top-Club. Kann man schon so sagen. Und wir haben uns mit City auf 100 Millionen geeinigt. Jonathan Ikoné kickt jetzt also in der Premier League. Er hat für uns wirklich wahnsinnig viel gemacht. Er war so oft auch entscheidender Torschütze in K.O.-Partien in der Champions League. Also der hat wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber wie gesagt, wir brauchen ihn jetzt nicht mehr unbedingt. Und wenn er dann irgendwo vielleicht ein bisschen mehr Stamm spielen könnte, können wir ihm natürlich auch keine Steine in den Weg legen. Und wir haben eben echt so ein bisschen diskutiert, ja, sollen wir ihn jetzt abgeben? Er bringt ja schon, kann man immer schon gut einwechseln, wenn man im Rückstand ist, weil er bringt halt immer seine Leistungen. Aber wir haben gesagt, wir wollen jetzt auch wieder mehr auf die Jugend setzen, vor allem weil Kowalczyk jetzt da ist. Wir haben eben gesagt, wir verleihen ihn. Aber das gibt uns jetzt halt die Chance, selber seine Entwicklung zu beeinflussen. Er kriegt jetzt so, hat er die Möglichkeit auch viel mehr Spielzeit. Er ist quasi direkt der zweite Mann hinter Milan Weise auf der 10. Über rechts haben wir noch Madueke letzten Winter dazu bekommen. Ansgar Knauf wird auch immer spielbarer mit einer 78 inzwischen. Also wir denken, wir sind da richtig gut aufgestellt und das wird kein Problem machen. Und Kowalczyk kann sich dann halt richtig gut hinter Milan Weise entwickeln. Und eine Sache dürft ihr nicht vergessen, wenn wir jetzt gerade so ein bisschen vorsichtig sind auf dem Transfermarkt. Natürlich haben wir noch 420 Millionen. Wir haben ja jetzt gerade auch zwei absolute Topstars verkauft. Und deswegen können wir halt auch dann im Winter, wenn alles schief geht, einfach nochmal handeln. Aber bis dahin können wir auch einfach mal ausprobieren, ob es denn so auch klappt. Jetzt aber vom großen Geld zum kleinen Geld. Conceição hat sich noch verkaufen lassen. 3,6 Millionen an Estudiantes. Der hat sich einfach nicht so gut entwickelt auf der Leihe. Da hoffen wir jetzt, dass es sein Landsmann Miguel Cruz ein bisschen besser macht, wenn er ein Jahr in Straßburg zockt. Und auch direkt wieder zurück zum großen Geld. Der FC Chelsea bietet 122,5 Millionen für Nuno Mendes an. Ist viel Geld. Aber wir haben jetzt schon Heuberg verkauft und wir haben Ikoné verkauft. Deswegen, wir haben ja auch wie gesagt schon 400 Millionen auf dem Konto. Dann können wir auch mal Nein sagen zu dem Nuno Mendes-Transfer. Der bleibt da auf der linken Seite und räumt da ordentlich auf. Ich habe mich ein bisschen vertan, ne? Ja, du hast dich so ein bisschen vertan, aber ich glaube, du hast dich nicht so richtig vertan. Also du hast gesagt, wir müssten mit Donja Malen rechnen, so dritter, vierter Spieltag. Jetzt ist gerade ein Tag vor dem Supercup, also eine Woche vor Saisonbeginn hier im Spiel. Und Donja Malen sagt, er kann wieder mit der ersten Mannschaft trainieren. Das heißt aber auch nur, dass er mit der ersten Mannschaft trainieren kann. Noch nicht wieder spielen, deswegen wird er jetzt im Supercup auch noch nicht in der Ausstellung stehen. Aber wahrscheinlich haben wir ihn dann am ersten oder am zweiten Spieltag schon zurück in unserer Mannschaft. Und das Besondere dieses Jahr ist, wir haben nicht nur einen Supercup wegen DFB-Pokal und Meisterschaft, sondern auch noch wegen der Champions League. Und da die Europa League der FC Bayern München gewonnen hat, spielen wir jetzt zweimal gegen FC Bayern München. Also können wir mal richtig testen, wo wir stehen gegen unseren Erzfeind. Ja, Dortmund gegen Bayern, Klappe die erste. Der deutsche Supercup ist jetzt am Start. Also DFB-Pokalsieger gegen Meister, also wir gegen uns selber. Heißt natürlich dann auch Erster gegen Zweiter in der Bundesliga-Saison. Vorne drin natürlich Haaland vor der letzten Saison zu Bayern verkauft und wir hatten das bessere Ende. Dieses Mal hat Bayern das bessere Ende und Haaland war sogar der Siegtorschütze. Und während unser Kollege Anton Stach natürlich mal wieder ausgeliehen wird dieses Jahr, geht es nach Anderlecht, ein Jahresleihe. Da kann er mal gucken, ob er sich endlich mal entwickelt in dieser Karriere. Ich hoffe, in FIFA 22 hat er ein geiles Potenzial. Muss er eigentlich haben, hat er sich auch verdient. Jetzt aber erstmal jemand mit eventuellem Potenzial und zwar Potenzial zum Verzehr von Mykonos Cola. Mykola Mykolenko, wer ist es denn eigentlich? Ja, das ist der Andrei Jarmolenko. Region ist freier Spieler, ist eine 68. Wir glauben nicht, dass er sich entwickelt in den freien Spielern, deswegen wollen wir ihn holen und dann verleihen und schauen, was aus ihm so wird, weil so ein Jarmolenko Region
auf dem rechten Flügel, sage ich euch so wie es ist. Cooles Ding, auch wenn er dann noch Mykolenko heißt. Ich hätte gern Koki. Koki. Ey Jungs, diese Namen, die wir gerade finden, sind der Wahnsinn. Und wer ist das? Natürlich wisst ihr es, wer das ist. Es ist Shinji Kagawas Region. ZOM, ZM, die Positionen passen. Der Name ist absolut Weltklasse. Koki, Oki. Und wir holen ihn jetzt bei uns in den Verein. Und nun FC Bayern gegen Borussia Dortmund. Klappe die zweite der UEFA Supercup. Gehen wir in die schnelle Simulation. Madueke diesmal vorne im Sturm. Und die Bayern gewinnen wieder 2:1 durch den Sieg Torschützen Erling Haaland. Und SWS hat sich wieder in Führung gebracht. Es ist einfach Copy-Paste vom anderen Supercup. Aber im Endeffekt, wen juckt, wer den Supercup gewinnt. Was mich aber interessiert, ist, wer die Bundesliga gewinnt. Und da wollen wir am ersten Spieltag den ersten Schritt in Richtung Titel machen. Gegen Union Berlin mit Conor McGregor als Kapitän. Ja, wir rotieren relativ viel durch. Wir wollen natürlich wieder beim ersten Spieltag so viel wie möglich ausprobieren. Unter anderem Kovacic drin, Meschede drin. Frank Sauer, auch ein Ex-Jugendspieler von uns. Clays ist drin, Devin Taylor ist drin. Also wir riskieren hier ein bisschen, aber wir sind selbst dran. Wir können noch reagieren. Da sind wir nun im Signal Iduna Park. Spieler im Fokus, Jude Bellingham, 22 Jahre erst alt. Ich weiß wirklich nicht mal, welche Saison es ist, ne? Es müsste jetzt doch die sechste sein, oder? Wenn es 300 Millionen sind, müsste es die sechste Saison sein. Mit 50 angefangen, immer 50 hoch. Ja. Müsste es die sechste Saison sein. Das ist der absolute Wahnsinn, wie der sich entwickelt hat. Er ist der Spieler im Fokus. Warum? Weil er unser Kapitän ist und uns heute natürlich wieder als amtierender Titelverteidiger aufs Feld führt. Aber er ist nicht der einzige Junge. Du hast gerade eben so viele Jugendspieler genannt, die hier auf dem Platz stehen oder Ex-Jugendspieler zumindest. Also wir haben hier eine richtig junge Mannschaft für den ersten Spieltag. Könnte tatsächlich Bundesliga-Rekord sein, weil wir haben auch nicht wirklich viele Alte drin. Während Pulisic hier über die rechte Seite geht mit dem ersten Abschluss. Kolo Muani in der Mitte setzt zum Fallrückzieher an. Oh, Meschele! Du geile Sau, ey. Super Zweikampf, den er hier geführt hat. Führt er auch zum Tor. Pulisic hat eine aussichtsreiche Schussposition. Der Torhüter kommt aber super raus. Devin Taylor schaltet sich in die Offensive ein. Das ist eigentlich immer gut. Devin Taylor kriegt den Ball auch zurück. Devin Taylor mit dem Abschluss. Der hat aber eine wilde Flugkurve gehabt. Jetzt laufen wir in den Konter rein von Union Berlin. Union Berlin mit der Chance. Kobel zweimal. Und das gibt es doch nicht. Was ist denn das für ein Gegentor? Von wo ist denn der Ball da zum Unioner gesprungen? Weiß ich echt nicht. Kobel hier zweimal wirklich Weltklasse gehalten. Aus kürzester Distanz macht er sich da groß. Müsste von Clays, glaube ich, sogar gekommen sein, weil der versucht hat, wegzuhauen. Ja, ich glaube, der ist einfach irgendwie an seinen Schuhgröße mit Schuhgröße 54 abgeprallt. Und für uns ist das ein bisschen ein Fehlstart hier. Direkt vor der Halbzeit das 1-0 von Union Berlin kassiert. Wir müssen also in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall besser mit unseren Chancen umgehen und uns natürlich auch noch einige herausarbeiten. Dafür bringen wir Madueke auf den rechten Flügel für Pulisic, damit wir die Super-Kombo auf der rechten Seite haben. Zwischen Devin Taylor und diesem Madueke, die ist aber gar nicht nötig, weil Bellingham kommt hier durch. Bellingham direkt das 1:1 nach 1 Minute 20 gleichen wir direkt aus. Super aus der Halbzeit gekommen, wir können direkt durchlaufen. Das ist ja wirklich sehr, sehr einfach gewesen, aber da hat man auch gesehen, wir haben was vor in dieser Halbzeit. Taylor in die Lücke auf Kovacic, der ist nicht der Schnellste, haben wir vorhin rausgefunden, legt aber super rüber auf Kolo Muani, der legt nochmal rüber auf Rainer. Der trifft den Ball, glaube ich, gar nicht richtig, aber er ging noch am Torwart vorbei. Macht es da am Ende nochmal richtig spannend. Aber wir führen jetzt mal mit 2:1 und haben unsere Chancen jetzt mal besser genutzt als noch in der ersten Halbzeit. Ich hatte so Angst, dass der Ball da an Pfosten geht. Das wäre so peinlich gewesen. Ach du Scheiße. Da wäre fast sogar noch der Torwart dran gekommen. Ja, ja, der war ganz, ganz knapp. Das sieht man aus der Perspektive. Also super uneigennützig von Kolo Muani und Reyna legt es da wirklich auf den letzten Zentimeter an. In der 65. Minute wechseln wir dann Koki Oki für Adrian Kowalczyk ein. Den wollen wir auch noch ausprobieren und wir haben das Spiel eigentlich gerade ganz gut unter Kontrolle. Deswegen machen wir diesen Wechsel. Kowalczyk auch mit einem ganz guten Debüt. Hier Höhen, Tiefen, beides drin gehabt. Also ein paar Pässe wirklich schlecht gespielt, aber ein paar Situationen auch einwandfrei gelöst. Da können wir, glaube ich, in Zukunft noch einiges an Spaß mit haben. Eckball-Variante von Union. Die wird sogar noch richtig gefährlich. Die nächste Ecke kommt direkt hinterher. Andrich tritt auch die. Nicht so eine komische Variante, aber noch gefährlicher. Oh. Und genauso unglücklich wie das 1:0 von Union Berlin fällt auch dieses Tor hier. Der Kopfball wird eigentlich nicht gewonnen von Union, aber eigentlich halt auch nicht verloren. Und dann landet der Ball irgendwie da beim Unionsspieler. Und der macht ihn dann halt rein aus 11 Metern, aus 10 Metern. Jetzt auch keine schwere Aufgabe mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Und das verleitet uns dann zum nächsten Wechsel. Kolo Muani runter und Malen gibt sein Comeback am ersten Spieltag. Ist noch leicht angeschlagen, aber jetzt muss er halt. Da ist er wieder. Hat Rainer dabei. Rainer in der Mitte. Macht er hier das zweite. Er legt es daneben. Und jetzt geht es wieder über Malen. Und Gio Reyna ist auch wieder dabei. Gio Reyna rettet er uns hier. Gio Reyna, super Abschluss im 1:1 gegen Blanco im Tor. Und wer hat es eingeleitet? Clays da hinten mit dem gewonnenen Kopfballduell. Dann der eingewechselte Malen, super mit der Hacke vorbereitet. Und dann Reyna
Ganz cool. Die letzte Chance des Spiels gehört anscheinend Union Berlin. Clay ist klärt. Aber in allerletzter Sekunde. Nuno Mensch haut den Ball noch weg, wird noch abgeblockt, aber der Ball landet im Aus. Das Spiel ist auch aus. Es war eine sehr taffe Partie hier gegen Union Berlin. Die haben echt alles in die Waagschale geworfen. Hatten bei ihren Toren ehrlich gesagt ein bisschen Glück, aber es gehört natürlich zum Fußball dazu. Wir aber mit unserer jungen Mannschaft den längeren Atem gehabt und uns dann 3-2 durchgesetzt. Und nach dem Spiel hat uns dann auch noch Pacos Ferreira einen Gefallen getan. Und zwar haben sie uns Mykola Mykolenko abgenommen für ein Jahr als Laie. Da kann er sich jetzt vielleicht ein bisschen entwickeln und dann haben wir den Jarmolenko Regen nächstes Jahr wieder bei uns. Das gleiche gilt dann für Alan Clays, hat gegen Union noch in letzter Sekunde gerettet. Das darf er jetzt für ein Jahr bei AZ Alkmaar machen und kommt hoffentlich auch ein bisschen besser wieder zurück. Jetzt aber gegen den FC Augsburg. Die spielen immer noch mit Jensen auf der 10. Wir gehen Full Power rein, wollen die ersten 6 Punkte nach den 2 Spielen haben. Die haben wir auch. 3-1 gewinnen wir hier. Malen mit 2 Toren. Malen mit 3 Toren. Der Mann ist wieder da. Ganz auf Erling Haaland angelehnt. Und das sorgt auch einfach dafür, dass wir ganz getrostes Angebot von Real Madrid über 164 Millionen einfach ablehnen können. Malen bleibt bei uns. Der wird uns so viel Freude bereiten die Saison. Anders sieht's aus bei Koki Oki. Der kriegt ein Angebot von Southampton. Kagawa ist ja auch mal in die Premier League gewechselt. Hier Leihbasis 2 Jahre. Nehmen wir einfach mal an, dann kann er sich entwickeln. Können wir nach einem Jahr auch mal gucken, ob er sich gut entwickelt hat. Als nächstes geht es jetzt gegen Hertha Berlin im Olympiastadion. Da haben wir ja letzte Saison endlich dann auch mal am Controller gegen gewonnen. Hoffen jetzt, dass wir es auch in der Simulation können. Madueke kommt vorne rein für Malen. Der hat noch ein bisschen Fitnessrückstand, also der ist noch ein bisschen müde vom Spiel davor. Sauer kommt dazu noch in die Verteidigung. Der Rest natürlich Top 11 und wir gewinnen auch. Madueke, den wir reingebracht haben, der macht auch direkt das Siegtor in der 77. Minute war es, glaube ich. Zum 2-1 Endstand. Das soll es dann aber auch von dieser Folge gewesen sein. Wir haben die Saison eigentlich nichts ausgegeben, außer 300 Millionen für Nürnberg. Ansonsten nur freie Spieler verpflichtet. Ich weiß gar nicht, warum nicht alle da stehen. Weil wir sie direkt wieder ausgeliehen haben und Leihspieler finden sich bei Zugängen und Abgängen eigentlich nie. Deswegen stehen die da nicht. Da könnt ihr auch mal bei euren Karrieren drauf achten. Das hat mich auch immer ganz lange verwirrt. Ich habe doch viel mehr gemacht als nichts in dieser Transferphase. Aber so ist es jetzt auf jeden Fall. Wir haben dafür aber 236 Millionen eingenommen. Das heißt, unserem Finanzvorstand geht's prächtig. Heißt aber auch, dass wir in der nächsten Episode vielleicht nochmal auf den Transfermarkt zuschlagen können. Wir haben nämlich den Transfer Deadline Day, den ihr hier seht. Und da geht es um Kamaldeen Sulemana. Ob wir ihn verpflichten oder nicht, besprechen wir jetzt mal. Werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Danke auf jeden Fall für den Vorschlag. Haben wir quasi gerade in Realtime, weil das Video gedroppt ist am Montag, gesehen. Ist ein cooler Vorschlag. Wir überlegen uns das mal, ob wir ihn noch brauchen. Und dann werdet ihr in der nächsten Folge sehen, ob wir ihn dann auch wirklich verpflichten. Lasst noch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Und servus. I'm coming home. I'm coming back down tonight. 'Cause I've been